Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Baroki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das da ist der Christian. Gute. Und wir haben heute den 26. September und am 26. September haben wir natürlich wieder ein Geburtstagskind, das wir feiern wollen. Das heißt? Serena Williams. Das ist die Tennisspielerin. Von Venus Williams, die Schwester. Von den berühmten Williams-Schwestern, ja, ist die Serena, ich glaube, die erfolgreichere. Ja. Ich verwechsel das immer. Ich kann also, die gar nicht auseinanderhalten. Ist auf jeden Fall eine erfolgreiche Tennisspielerin aus den USA. Die waren noch mal beide im Wimbledon-Finale, oder? Und ist in Saginaw, Michigan geboren. Wo? Saginaw, Michigan. Wie viel O's sind da in dem Wort? Gar keins. Das hört sich nur so an. Das ist ein lokaler Slang. Warum sagst du es dann? Ich habe während der Recherche bin ich kurz rüber nach Saginaw, Michigan und habe ein bisschen recherchiert. Und die sagen alle Saginaw. Die sind so wehleidig. Ja, genau. Ja. Genau. Saginaw heißt ja auf Amerikanisch eigentlich auch wehleidig. Das ist ja so überliefert von den Indianischen. Oh, you're so fucking Saginaw. So Saginaw. Saginaw. I'm so Saginaw. Ja. Alles Gute, Serena Williams. Ja, genau. Am 26. September 1957 wurde Leonard Bernsteins, sagt man das so? Bernstein. Musical West Side Story im Wintergarten Theater. Ja. In New York uraufgeführt. Okay. Ja. Das war heute am 26. September 1957. 1980, am 26. September, war das Attentat auf das Münchner Oktoberfest. So ein Ärger. Ja. Das war 1980 am 26. Ja, hat 13 Menschen getötet und 200 verletzt. Deswegen ist das auch der Gedenktag. Denken wir mal. Gut. 19, macht man ja keine Witze drüber? Nee, mach ich doch nicht. Wie kriegst du jetzt die Kurve wieder? Keine Ahnung, nee. Warte mal, pass auf. 1580. Da hat der britische Seefahrer, Freibeuter, Admiral, Entdecker und Abenteurer, so steht es hier. Oh, Alter, das ist eine Visitenkarte. Genau. Ich bin Seefahrer, Freibeuter, Harry Howe, Admiral, Entdecker und Abenteurer. Postbeamter im mittleren technischen Dienst. Sir Francis Drake, ja, seine Weltumsegelung beendet. Am 26. September hat es beendet und es war von 1540 bis 1596. Verdammte Scheiß, 56 Jahre war der unterwegs. Manche Leute haben gar nicht so lange gelebt. Da kriegst du aber auch Mörderverspätung. Das gibt Kohle von der Airline. Ja, der war ja mit dem Schiff unterwegs. Mit dem Schiff? Ja, 1580? Was soll das denn für eine Airline gewesen sein, bitteschön? Pirates Air. Aber weißt du, was gestern war? Am 25. September? Ja, da war Tag der Zahngesundheit. Nee. Doch. Ich hatte Geburtstag. Du hast Geburtstag? Ja! Herzlichen Glückwunsch! Danke! Mensch! Aber das war gestern, schon wieder lange her. Ich hab's vergessen. Ja. Ja. Das war der 26. September. Das war der 26. September, aber du hast am Tag der Zahngesundheit Geburtstag. Auch ja, toll. Deswegen habe ich so gesunde Zähne hier. Ja, genau. Ja. Ja, wir sehen uns morgen wieder am 27. September. Das Gute am 27. September ist, da ist der Geburtstag vom Christian schon zwei Tage her. Schon zwei Tage her, ja. Aber nur noch 363 bis zu meinem nächsten. Sei denn, es ist Schaltjahr. Cheerio, Miss Sophie. Stimmt.